Meine Schwester hat einen neuen Laptop gebraucht und ich habe sie dabei beraten und dann den Laptop auch gleich abgeholt und es ist ein MacBook Air M1 geworden. Und ich dachte mir, naja, wenn ich den Laptop schon in den Händen habe, bevor ich da ihre Daten aus dem Time Machine Backup wieder herstelle, wie wäre es, wenn ich mir einfach einen Nutzeraccount anlege und dann mal ein bisschen ausprobiere, wie gut schlagen sich diese kleinen M1 Computer tatsächlich für die Foto- und Videobearbeitung. Und ja, das habe ich gemacht. Das heißt, ich habe 3 Tage lang ausschließlich diesen benutzt für alles Foto- und Videozeug und bin jetzt wieder zurückgewechselt zum 16 Zoll MacBook Pro mit Intel. Und ich muss sagen, ich war unglaublich beeindruckt von dieser kleinen und vor allem sehr preiswerten Maschine. Und ich dachte, ich wollte hier kurz meine Erfahrungen teilen, auch wenn ich natürlich kein, naja, Computer-Reviewer bin, aber ich dachte, es ist vielleicht relativ praxisnah, zumindest hoffe ich das. Und ich hoffe, ihr habt Freude in dem Video. Und ja, ich werde nachher darauf eingehen, ob ich mir eben auch so ein M1 MacBook Air vielleicht noch holen soll oder eben nicht. Wie gesagt, ich wusste bereits, dass die M1 sehr, sehr schnell sind, dass sie sehr lange Akkulaufzeiten haben, weil sie eben wenig Energie brauchen und deshalb auch sehr kühl und sogar und auch leise. Zumindest die MacBook Pros sind leise. Das MacBook Air ist lautlos, denn es hat gar keinen Lüfter. Kann natürlich Nachteile haben, keinen Lüfter. Man kann eher in das Thermothrottling kommen, aber war jetzt mit diesem hier nicht ein Problem. Und ich dachte dann, ich probiere gerade das Intensivste oder etwas vom Intensivsten, was ich kenne. Ich sortiere meine Fotos sehr gerne mit Fast Draw Viewer aus. Und Fast Draw Viewer ist super, denn man kann reinzoomen in die Fotos 1 zu 1 und wirklich schnell durchgehen. Die Bilder sind instantan geladen. Das einzige Problem, das ich dabei habe bei meinem 16 Zoll MacBook Pro, ist, wenn ich das irgendwie angenehm auf der Couch machen möchte, im Sommer in kurzen Hosen, das geht einfach nicht lange. Der Laptop wird unglaublich heiß, die CPU erreicht irgendwie 98 Grad und das ist einfach ganz, ganz anders bei diesem hier. Er ist natürlich auch ein bisschen warm geworden, aber kaum mehr als handwarm. Also den auf dem Schoß zu behalten, war absolut kein Problem. Und ich war auch fasziniert, wie wenig Akku das gebraucht hat, weil wenn bei meinem MacBook Pro 16 Zoll so eine Abwärme entsteht, das kommt natürlich von irgendwas, der Akku ist eben nur leer. Und hier fand ich es wirklich faszinierend, dass ich über Stunden Fast Draw Viewer, Final Cut Pro Videoschnitt mit Render, mit Export, wirklich mehrere Stunden, bevor ich dann irgendwann mal bei 30% war und dachte, jetzt könnte ich wieder einmal ein bisschen laden. Und ganz allgemein kam mir das MacBook Air auch flüssiger vor. Es beginnt bei Sachen wie sobald man es öffnet, ist der Bildschirm direkt da, der Anmeldebildschirm. Bei meinem ist da immer so eine kurze Verzögerung. Im Fast Draw Viewer habe ich jetzt keine riesigen Unterschiede festgestellt, aber im Final Cut Pro war es doch merklich flüssiger, wenn ich keine Proxy-Daten erstellt habe und ich versuche meistens ohne Proxys zu arbeiten, solange es geht. Und dann, wenn man mal was exportiert, das war ein richtiger Unterschied. Ich habe jetzt hier Final Cut Pro genommen, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich aus Capture One etwas exportiere oder sagen wir aus Lightroom für euch, dann sind das vielleicht mal 20 Bilder am Stück. Ob das jetzt 30 Sekunden dauert oder 1 Minute, das ist nicht so tragisch. Final Cut Pro, erstens, wie ihr wisst, mache ich mehrere YouTube-Videos pro Woche. Dann habe ich mehrere Versionen, weil die erste meistens nicht ganz passt. Und da haben wir auch längere Exportzeiten. Und ich habe mal einen Test gemacht bei meinem MacBook Pro, ein Video exportiert, das ungefähr 10 Minuten lang war, 4K. Ich habe alle Renderdaten vorher gelöscht, dass wir einen ähnlichen Vergleich haben. Und das MacBook Pro hat etwas mehr als 21 Minuten dafür gebraucht. Und das Problem ist, auch in dieser Zeit kann man praktisch nichts mehr mit dem Computer machen. Also im Hintergrund noch irgendwelche E-Mails checken oder weiß nicht was, das geht nicht. Grafikkarte und Prozessor sind einfach ziemlich am Limit. Da nützen auch 32 GB Arbeitsspeicher relativ wenig. Hier, erstens einmal war das MacBook Air in 7 Minuten fertig, also in weniger als dem Drittel der Zeit. Und zweitens ist es natürlich auch nicht so warm geworden, absolut lautlos geblieben.
Und ich konnte im Hintergrund noch ganz leichte Tasks, sage ich einmal, machen, wie ein Word-Dokument schreiben oder so etwas. Ich habe dann versucht, nebenbei FastDrawViewer, da kam auch das ans Limit. Aber immerhin wird der Computer nicht unbrauchbar in der Zeit und eben die ganze Zeit wird auf ein Drittel reduziert. Und das alles fand ich halt schon sehr beeindruckend für ein Gerät, das es für weniger als 900 Euro neu gibt. Gebraucht natürlich noch günstiger. Mittlerweile gibt es ja auch schon das M2 MacBook Air. Ich glaube, ausgeliefert sind sie noch nicht, zumindest zum Dreh dieses Videos, aber angekündigt und alles. Habe ich mir natürlich auch überlegt, wäre für meine Schwester, die mehr so Office macht und weniger Bildbearbeitung, ein absoluter Overkill gewesen, denn ihr seht, das ist schon extrem performant. Und ich muss sagen, dieses kleine MacBook Air hat auch vom Handling mich sehr überzeugt. Die Tastatur fand ich sehr angenehm. Das Trackpad wirklich nutzt den Platz gut aus. Man hat oben die klassischen Tasten und ich war nicht so ein wahnsinniger Fan von der Touchbar und trotzdem bleibt die Touch ID. Die Lautsprecher haben mich auch überzeugt, zumindest für das bisschen Musik, das ich gehört habe. Also alles in allem wirklich ein sehr, sehr nettes Paket. Und da wir ja wissen, Zeit ist Geld, ist die Frage, soll ich mir auch so einen holen, um meine Exporte zu beschleunigen? Die Antwort ist zu diesem Zeitpunkt ein klares Nein. Es ist trotzdem nicht so, dass ich jetzt Fulltime YouTube-Videos drehe. Das ist immer noch ein bisschen etwas, was ich nebenbei mache. Ich möchte da auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen sozusagen. Und ich denke auch, dass ein so günstiges MacBook Air trotzdem für mich nicht ganz das richtige Gerät wäre. Ich habe jetzt eben ein bisschen Final Cut Pro, ein bisschen FastDrawViewer und so weiter getestet, aber nicht extrem viele Sachen parallel. Ich denke, hier wären dann 8 GB auch schnell einmal knapp. Mit einer 256 GB internen SSD käme ich auch nicht weit. Und wenn man dann beginnt, das zu upgraden, dann sind wir natürlich schon auch wieder in einer höheren Preisregion. Ein weiterer Punkt. Er hat nur 2 USB-C-Anschlüsse, das heißt, wenn ich den Cartridge einstecke und die SSD, dann ist schon alles voll, dann habe ich keinen Stromanschluss mehr. Zum Glück hält der Akku relativ lang, aber vielleicht gibt es doch mal eine Situation, wo ich das limitierend fände. Ich meine, wenn ich Backups oder so laufen lasse, habe ich normalerweise sowieso am Thunderbolt-Dock, wo auch der Monitor und alles dran hängt. Aber trotzdem, und hier kommen wir auf einen wichtigen Punkt, der Monitor. Ich finde ihn sehr gut, aber mir wären 13 Zoll wirklich zu klein, denn ich arbeite gerne mal am Tisch, an der Couch, unterwegs, im Zug. Und hier sind mir 13 Zoll wirklich ein bisschen zu klein, hier schätze ich schon die 16 Zoll. Und eben hier kommt das Thema Preis wieder. Ein 16 Zoll MacBook Pro mit dem M1 Pro Chip oder so ist natürlich dann eine andere Hausnummer. Ich denke, wenn ihr gut mit einem 13 Zoll Bildschirm leben könnt oder sagt, den nehme ich ab und zu zum Reisen mit, damit ich da auch Backups machen kann, aber auf der Couch nutze ich ihn höchstens zum Surfen und da ist ein 13 Zoll Bildschirm okay und Bildbearbeitung mache ich eher im großen extern, dann denke ich, für den Preis, ihr müsst ihn nicht unbedingt in diesem Rose Gold kaufen, für den Preis kriegt man hier unglaublich viel Computer. Und wie gesagt, die Batterielaufzeit hat mich einfach auch extrem überzeugt. Also ich denke, alles in allem ein sehr interessantes Paket. Ich hoffe, euch hat dieses ein bisschen andere Review trotzdem gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!